jetzt habe ich die Laila hier stehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem zweiten Platz. Wie geht's dir jetzt? Erstmal Dankeschön, mir geht's mega. Das ist auch gerade irgendwie so ein überwältigendes Gefühl, so die ganzen Leute hier zu sehen. Also mir geht's richtig, richtig gut. Was hat dich denn bewogen dazu, beim Dschungelcamp mitzumachen? Och, ich habe eigentlich gar nicht großartig drüber nachgedacht. Es wurde mir so vorgeschlagen, da habe ich erstmal gesagt, nee, ich habe Angst. Und dann bin ich doch schneller da gelandet, als ich gucken konnte. Und wie hast du dich vorbereitet? Hast du dich überhaupt vorbereitet vor dem Dschungelcamp? Ich habe mich absolut gar nicht vorbereitet. Ich bin einfach rein und habe dann einfach da gelebt. Hast quasi einfach dein Ding gemacht. Was hast du denn da gedacht? Ich meine, du hast ja doch schon recht viele Dschungelprüfungen gemacht. Was hast du dabei eigentlich immer so gedacht, als du dann quasi den Weg zur Prüfung gelaufen bist? Oh, als ich den Weg zur Prüfung gegangen bin jedes Mal, habe ich schon einfach Angst gehabt. Die meiste Zeit habe ich auch geheult. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, okay, lieben die Leute mich und wollen mich einfach sehen oder hassen die mich abgrundtief und wollen mich quälen? Ja, so, das habe ich mir einfach immer gedacht. Und wen hast du denn den Sieg jetzt so mit am meisten gegönnt, außer dir natürlich selber? Also ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe es eigentlich jedem gegönnt. Am Ende auch mit, glaube ich, mit Lucy, Tim und mir war das wirklich... Jeder wäre zu 100% verdient Sieger oder Siegerin geworden, deswegen kann ich da jetzt nicht einen Namen sagen. Und mit wem hast du dich so am besten verstanden? Am besten habe ich mich eigentlich verstanden mit Fabio und Mike. Ja. Die zwei Sunshines. Ja, meine kleinen zwei Sunny Boys. Und würdest du denn nochmal jetzt reingehen, jetzt wo du weißt, was alles passiert? Also ich würde mich schon der Herausforderung stellen. Es gibt ja jetzt noch mal eine im Sommer mit mehreren Stars in Südafrika. Vielleicht kann ich mich ja da vorher mal mit meiner Spinnenphobie auseinandersetzen und dann dieses Mal richtig rocken. Und wie geht's jetzt weiter mit dir? Ja, schauen wir mal. Ich bin ja jetzt erstmal kurz wieder in der Realität angekommen. Es wird ganz viele Projekte geben, aber es dauert alles noch ein paar Tage. Und jetzt noch eine letzte Frage. Was hast du als erstes gemacht, als du aus dem Dschungelcamp zurückkamst? Also als allererstes habe ich mit Luca geknuddelt und dann habe ich meine Mama angerufen und gefacetimed und dann ein bisschen Party gemacht. Mega, super. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir 2024 noch alles von dir sehen und hören werden. Und erstmal nochmal vielen Dank fürs kleine Interview. Dankeschön euch auch.